Die geht jetzt trainieren. Whitney, I'm afraid. Oh. Bam. Leute, ich begrüße euch zum dritten Part schon von Sims 4. Ich wollte mich schon mal von Anfang an bedanken für 21 Abonnenten jetzt schon. Ich habe mich einfach überrascht, weil erst hatte ich 19, dann hatte ich wieder nur 17, was heißt nur. Und dann jetzt auf einmal, in nicht mal einer Woche, habe ich über 20 Abonnenten und vielen Dank dafür, wirklich vielen Dank. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit Sims weitermachen, Minecraft natürlich auch. Und hab mir noch gedacht, was ich privat sehr gerne spiele, ist... Hat er schon einen Job? Ja. Ist Hearthstone. Es gibt zwar schon etwas länger, aber das macht einfach richtig Spaß. So, er hier will schlafen. Muss er morgen schon arbeiten? Ja, muss er. Hände waschen und dann gehst du schlafen. Schlafen. Wieso hat die Videospielfähigkeit jetzt erworben? Finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber hab ich gesagt. Okay, bevor ihr alle ins Bett geht, macht ihr noch die tägliche Routine. Du gehst nochmal aufs Klo. Und wie geht's dir? Okay, du gehst danach aufs Klo, apropos aufs Klo gehen, das muss ich auch noch gleich machen. Ja, kannst du noch irgendwas machen? Was machst du? Oh, richtig böser Junge. Oh, mir ist aufgefallen, der hat ja noch gar keine Kommode. Egal. Der teilt sich einfach die Kommode. So böse darf ich, böse, böse Sims. Erfreuen sich am Elend anderer und können dieses auf verschiedene Weise erreichen. Okay, dann gucken wir uns mal an, nicht? Okay, scheiße, geht nicht. Dann hast du auch, gehst auch mal richtig fett kacken. So. Sie haben irgendwas. Ach nee. Ich transformiere sie jetzt zu Optimus Prime. Die ist kokett? Hä, wieso ist die jetzt kokett? Ich glaube, die will ein bisschen mit Darth Vader ficken. Spaß. Hä, wieso guckt die jetzt Romanze? Okay, das ist nicht jugendfrei. Du gehst schlafen. Und du... Wann musst du denn morgen arbeiten gehen? 17 Uhr ist. Ja, komm, das machen wir. Jo. Spielt ihr eigentlich Sims oder bin ich der Einzige, der da spielt? Weil, wenn man Minecraft und jetzt Sims und zum Beispiel jetzt noch Hearthstone spielt, hat man drei verschiedene Leute, die man halt spielt. Zum Beispiel jetzt Minecraft. Komm schon, werd leiser, guck Musik. Minecraft sind. Die Minecraft-Spieler sind ganz andere Leute, als die Sims-Spieler. Die Sims-Spieler. Ja, wie kann man das erklären? Und Hearthstone, das sind halt so die Suchtis, meiner Meinung nach. Ich bin meiner Meinung nach auch ein Suchti. Ja, aber ich feiere alle drei Spiele auf jeden Fall. Wieso bist du schon aufgestanden? Hallo? Okay, das ist echt, der steht mitten in der Nacht auf. Damit er zocken kann. Beziehungsweise provozieren kann. Und ich... Nein. Ich will jetzt... Komm schon. Du hast wartet nochmal. Wie viel kostet denn so ein Laufband?
900. Boxer kostet 160. Ich würde sagen, stellen wir einfach mal so in den Raum, weil dann könnten wir hier noch ein Laufband und dann, oder wir stellen den halt noch später dann da hinten hin. Dann hier machen wir das Laufband hin und ein schönes Fenster. Und den Multi-Trainer machen, holen wir uns dann auch. Und dann kann der Darf mal richtig schön pumpen gehen. Der macht die Boss-Transformation. Oh, der sieht voll süß aus. Okay. Und du stehst auf, weil du nicht mehr müde bist. Okay. Ich würde sagen, eine Grillkäse kann man noch essen, also nimmst du den Rest. Ja, ja, danach gehst du natürlich aufräumen. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie der aussieht. Aber so mit der Maske und so? Ja. Wieso nicht? Wieso nicht? Okay, der muss richtig hart kacken. Nein. So. Ja, ja. Schmeckt's? Egal, ich spule schon mal vor. Folge 6 Minuten, okay. Ich darf die Zeit wieder nicht verpeilen, weil meine Folgen gehen immer zu lang. Also länger als ich wollte auf jeden Fall. So, musst du noch irgendwas machen? Musst du aufs Klo, irgendwas? Nein, musst du nicht. Also, komm. Du gehst noch mal ein bisschen trainieren. Obwohl. Nee. Do you? Da bist du. Kochen? Rührei zum Morgen halt. Jo. Können die zweimal was davon essen? Du gehst danach trainieren. So, wie lange schlafen die jetzt noch? Okay, der schläft noch einigermaßen lang, das ist gut, und der schläft nicht mehr so lange. Ich würde sagen, du stehst jetzt auf und gehst pissen, beziehungsweise kacken, und wenn du nachher, okay, das war jetzt kurz spannend, und wenn du nachher nochmal schlafen gehen willst, dann gehst du nachher nochmal schlafen. Sieht doch mal okay, für ein Rührei ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu braun. Und die will einen richtig harten Sportwagen haben. Oh, Fähigkeit 2 ist doch schon mal ganz gut. Und du gehst frühstücken. Die geht jetzt trainieren. Bam! Komm, schlag zu. Schlag zu! Du schaffst das! Schlag zu! Pam! Pam! Könntest du nur so vor, dass in dem seine. Okay, dem seine Pupillen sind etwas zu groß. Hallo und herzlich willkommen zur Boomy Talk Show. Ja, Boomy ist auf jeden Fall sehr cool und hat schon 20 Abonnenten. Ja, ich weiß. Okay. Das wird jetzt so zu scheiße. Komm, schlag zu. Pam! 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 Wie lange schläfst du denn noch? Du wärst schon fertig. Komm, für dich gilt das Gleiche, oder nachher nochmal Nickerchen machen willst, dann machst du das. Und, aber du musst dir natürlich wieder dein Outfit ändern. Weil, so geht das natürlich nicht.
Die dürfen dich natürlich nicht nackt sehen. Kimbo! Bam! Okay, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Er räumt das auf jeden Fall weg. Aber er geht jetzt noch. Wie war das? Warte mal kurz. Was hat er nochmal? Comedy war's. Dann gehst du jetzt nochmal Witze erzählen. Ey. Obwohl, der sollte doch eigentlich immer kochen, oder? Weil er ist ja der, wo eigentlich... was hat der Maßstab? Ach, guck mal, man kann auch Urlaub nehmen. Der auf jeden Fall Meisterkoch. Ach so. Ah, das ist ein Oberschüler. Das ist ein Teenager. Achso, und das ist halt Tellerwäscher. Okay, das Spiel ist ein bisschen zu laut. Die Zahl muss immer schön sein, weil wenn die Zahl nicht schön ist, dann kann nichts klappen. Oh, oh. Ja, was haben die für eine Schrift? Sherlock Holmes. Was kannst du gleich machen? Die plaudern. Tag verschönern. Was machst du? Ja, okay, zu den Leuten in der WG ist ja jetzt hoffentlich nicht so kacke. Aber muss ja nochmal üben. Hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Der futtert erstmal sein Rührei fertig und ich würde sagen, danach geht er vielleicht eine Runde boxen. Das kannst du jetzt auch wohl machen. Liegt denn noch irgendwas anders, was er machen kann? Muss das Duschen gehen? Komm, du gehst vielleicht erstmal hier aufs Klo. Dann gönnst du da eine erfrischende Dusche. Okay, die haben auf jeden Fall hart zu tun. Dann spulen wir mal ein bisschen Zeit vor. Der ist auf jeden Fall sehr lustig. Okay, das dürft ihr jetzt nicht sehen. Nein, das geht nicht, das geht nicht. Nein. Ah, okay, jetzt ist er fertig, gut. Oh, die sind ja dann alle bald weg. Wann kommt ihr denn wieder? Um 15 Uhr, was? Okay, Energie geladen, alles klar, da passt's ja. Nach geht er ein bisschen joggen, wenn er noch Zeit hat. Ja, aber er dürfte noch Zeit haben. Wann hat die Schule um 8? Okay, 33 Minuten. Dann musst du los. Muss sie früher los? Jetzt in all ihren Unterrichtsfächern Noten schreiben, die zum Klassenziel führen. Aber hier ist für sie noch nicht Schluss. Jetzt, wo sie ihr Talent für das Lernen entdeckt hat, sollte sie auch herausfinden, wie weit sie damit kommt. Ah, okay. Okay. Aber ich denke, sie ist eine ganz gute Schülerin. Pam! Pam! Und du musst üben. Obi-Wan Kenobi wird bald wiederkommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den 7. Star Wars Teil. Ich erhoffe mir davon echt was. Und in den 3. Hobbit-Teil, das war ja glaube ich der 3., bin ich auch noch nicht gegangen. In den 3. Hobbit-Teil will ich auf jeden Fall auch noch gehen. Du darfst natürlich nicht zu spät kommen, das wäre schlecht. Also wer so in die Schule geht... naja. Oh, wir haben noch 47 Simoleons. Ist hier langsam knapp. Ja, die ist zur Schule gegangen, toll. Panel.
Auf jeden Fall soll die mal ein paar Freundschaften schließen. So, er holt sich seine tägliche Befriedigung. Dürfte er nicht schon Level 2 sein? Ah, perfekt. Komm, damit du wieder voll bist, gehst du nachdenklich duschen. Oh, da gibt's den auf jeden Fall richtig hart. Hä, Fail? Okay, er guckt erstmal auf Simsbook. Ach, lass die Musik mal aus. Wieso haben wir das überhaupt gekauft? Wieso? Ah, das ist ein Mann. Die gehen einfach richtig gebückt und er ist richtig fröhlich. Das finde ich gut, wenn alte Männer richtig fröhlich sind, das freut mich immer. Oder überhaupt alte Menschen. Lauf, krall sie dir, Tiger. Wieso zum Teufel? Hast du dir schon wieder was zum Essen? Hat er so schnell wieder Hunger? Warte kurz. Ich will mich ihr noch vorstellen. So, stell dich mal vor, Tiger. So, du musst natürlich deine tägliche deinen täglichen Spaß haben. Okay, deine Mutter ist ein Lama. Okay, das war jetzt nicht so cool. So. Die Schüler dürfen selbst eine Aufgabe für ein anstehendes Schulprojekt wählen. Soll es in der Relle eine Leichtaufgabe wählen, um sich eine gute Note zu sichern oder sich an eine schwere Aufgabe wagen, um etwas Neues zu lernen. Immer leichte Aufgabe. Komm, du machst das noch und dann laufst du natürlich noch nach Hause. Okay, geiler Typ auf jeden Fall. Ich beende dann hier noch die Folge, also er muss auf jeden Fall nach Hause gehen und dann... Ist das nicht Minaj? Ach, egal. Du bist wieder. Ist der gleiche wie gerade eben? Stefan, Phil und der Maurice. Maurice? Keine Ahnung, Lehrer. Komm, geh nach Hause. Nein, ihr dürft euch nicht befreunden. Abscheuliche Konfrontation. Geh nach Hause jetzt. Okay, er geht nach Hause. Hat die Schelmfähigkeit. Wieso, was macht er? Ach Mann, er provoziert einfach auch. Ich habe gedacht, er wäre so ein netter Typ. Komm, lauf nach Hause. Du schaffst es. Noch ein paar Meter. So, also, beende ich hier die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und nochmal vielen Dank für 20 Abonnenten. Ja, bis zur nächsten Folge. Euer Bumi. Tschüss.